12,4 Volt. Sie ist nicht voll, meine Lieben. Okay, wer weiß, wie lange sie schon lagert. Das ist aber nicht so schlimm. Sie wird ja wieder aufgeladen. Mal gucken. Gesundheit 100%, wie ihr seht. Schaut selbst. Also ist okay, die Batterie ist in Ordnung. Das ist ja schon mal wichtig. Könnt ihr hier sehen, ne? Also alles schick mit der Batterie, das ist schon mal gut. Entfernen die. Und hol die neue. Die hat ungefähr die gleiche Bauform wie die hier. So, den Verschlussstopfen, den drehe ich mal. So, jetzt mal gucken, ja, plus, minus. Das ist natürlich blöde mit Entgasung hier. Aber es ist, wie es ist. Das Schlauch ist lang genug. Das ist schon mal gut. So, dann stellen wir die schon mal an die Position. Plus ist hier, minus ist hier, so wie es war. Hier ist die Fritzbox aufgebaut. Ihr seht eine WLAN-Antenne. Und zwar ist das hier die WLAN-Antenne, hier, die ihr hier seht. Hier hinten ist die 2,4G und das ist die 5G WLAN-Antenne. Also werde ich, sobald ich von AliExpress, ich kann es ja nochmal einblenden, die Antenne mit dem 30 cm Kabel bekommen, dieses IBEX-Kabel einfach abstecken. Meine lieben Raucher, Nichtraucher, Dampfer, Tütengaser und Inselsolar-Freunde. Ein neues fantastisches Inselsolar-Video. Nach Jahren mal wieder ein Update, was meine Inselsolaranlage angeht. Ich hatte es im letzten Video ja schon so ein bisschen angesprochen, angeteasert, dass ich bei der Inselsolaranlage ein paar Sachen mache. Und zwar habe ich da unten ja jetzt laufen, dann nur nicht dieses Teil hier, aber schon ein Raspberry Pi, der ja seit 7 Jahren oder lass mal rechnen, seit 2016 betreibe ich die Anlage. Ja, 7,5 Jahre Daten lockt. Mittlerweile sind es 8 Gigabyte, die da gepackt fällig werden an Datenbankinformationen auf der 32 Gigabyte Karte. Damals war es eine 16er, habe ich sie ja vor 2 Jahren erweitert. Oder vor einem Jahr habe ich sie erweitert auf 32 Gigabyte, weil die 16 Gigabyte voll waren. Und jetzt sind wir mittlerweile schon bei, wenn die 32 Gigabyte Karte gepackt übertragen wird, einmal die Woche auf meinen NAS-Server, wird ja hier aus dem Schuppen automatisch transferiert, ein Vollbackup gemacht von der SD-Karte, liegen wir schon knapp bei 8 Gigabyte. Wirklich unglaublich, mit so einem kleinen Raspberry Pi. Funktioniert ausgezeichnet, mein Datenlocker. Könnt ihr auch darauf zugreifen, überhaupt kein Problem. Das ist jetzt erstmal noch ein bisschen Smalltalk. Worum geht es in diesem Video? In diesem Video geht es um den Austausch einer meiner Solarbatterien. Ihr wisst ja, im Schuppen habe ich ja bei meiner Inselsolaranlage 2 Batterien, 100 Amperestunden, also in Summe 200 Amperestunden, die habe ich beide parallel verschaltet, also als 12 Volt Block laufen die, also einmal eine 12 Volt Batterie mit Plus, Minus, eine andere 12 Volt Batterie mit 100 Amperestunden mit Plus, Minus und dann Plus geht am Plus und Minus geht am Minus, also sie sind parallel verschaltet, also verdoppelt ich dadurch die Kapazität auf 200 Amperestunden, sprich 2,5 Kilowattstunden. Das sind 2,5 Kilowattstunden an Energie, die da drin stecken. Aber wir wissen ja, bei Bleisäurebatterien darf man nur die Hälfte entnehmen, also 50% entnehmen, dann wäre sie quasi leer. Also 1250 Wattstunden stehen uns da zur Verfügung. Und mir ist jetzt aufgefallen in der letzten Zeit, wenn mal zwei schlechte, also die Tage werden ja jetzt dramatisch kürzer und mir ist diesen Monat aufgefallen, wenn jetzt 2 schlechte Tage da waren, obwohl die Tage noch relativ lang sind, dass er da langsam ins Straucheln kommt, was die Spannung angeht, dass er da Richtung 12 Volt, ich hatte auch schon 11,98 Volt, runterrauscht. Das bedeutet natürlich, eine von diesen beiden Batterien ist leer. Ich habe ja eine Divine F1, die habe ich ja vor 2 Jahren neu eingebaut und die schlechtere Batterie zieht die gute Batterie immer mit runter. Also wenn man eigentlich Batterien tauscht, sollte man immer beide Batterien tauschen. Aber bei mir ist es eben halt so, eine ist 2 Jahre alt, die ist noch gut. Und eine ist jetzt 6,5 Jahre alt oder knapp 7 Jahre alt.
und die ist schlecht, die muss ausgetauscht werden. Diese Batterie zieht mein ganzes gesamtes System runter. Und das werde ich euch nachher zeigen. Ich habe eine neue Batterie gekauft. Wie, wo, was erzähle ich denn nachher? Wollen wir noch ein bisschen weiter beim Smalltalk bleiben? Ja, schreibt euch schon mal auf. Nächste Woche am, jetzt muss ich hier in den Kalender gucken, am 24. oder wann ist das? Wir machen wieder ein Live-Hangout. Jetzt muss ich mal gucken hier. Na, Kavi Kalender. Hier haben wir es doch. Schreibt euch schon mal auf den, genau, den Mittwoch, den 25. Warte mal. Oder wollen wir den Donnerstag nehmen? Nee, wir bleiben beim Mittwoch. Also Mittwoch, den 25. Oktober diesen Monats um 20 Uhr oder vielleicht auch 19.30 Uhr. Lass uns 19.30 Uhr machen. 25. Oktober, 19.30 Uhr findet wieder ein Live-Hangout statt. Ich hoffe nicht von einem Parkplatz, wieder von einem Bauhaus-Parkplatz wie in Stralsund, sondern diesmal aus dem Hotelzimmer. Und wie funktioniert das? Wenn nicht, will ich mir da wieder was ausdenken. Also ich werde jetzt in Kürze, die nächsten Tage werde ich schon eine Live-Hangout-Ankündigung in meinem Channel einstellen. Abonniert das, hakt es an, dass ihr informiert seid. Und dann werden wir wieder ein schönes Live-Hangout machen nächste Woche am 25. Oktober 19.30 Uhr. Lass uns 19.30 Uhr machen und dann werden wir uns noch ein schönes Bier reinorgeln. Habe ich hier noch irgendwo ein Bier? Lass mal gucken. Ja, hier habe ich noch ein Bier, aber einen kleinen Rest nur. So ein schönes Königspilsener. Prost, meine lieben Freunde. Ja, werden wir ein schönes Live-Hangout machen. Ja, jetzt kommen wir wieder zurück so langsam zum Thema Batterie. Also, ich sagte ja, zwei Batterien in parallel geschaltet, die schlechtere Batterie zieht die gute mit runter. Ich habe beide Batterien getestet. Die gute Batterie, die hat noch knapp 80% Leistung, also die ist noch relativ gut. Die habe ich vor 2 Jahren oder sowas da eingebaut. Und die schlechte Batterie, die ist nicht mehr ganz so gut. Habe ich auch beim Auffüllen der Säure gesehen, dass da schon also die Batteriesäure da drin nicht mehr klar ist, sondern eher so ein bisschen wie Milch aussieht. Also sprich, da haben sich schon, da Kristallablagerungen finden da schon statt, hat sich schon, diese Kristalle haben sich schon in die Säure mit eingearbeitet. Kann man sicherlich mit dem Desulfator, wie die Dinge heißen, sicherlich wieder irgendwie einen Griff kriegen, klar kriegen und die Bleiplatten da wieder, also die Batterie wieder so ein bisschen auffrischen. Aber da habe ich keinen Bock drauf und keine Zeit für und das ist alles so umständlich. Also nach 6,5 Jahren darf die Batterie dann auch weg. Also die werde ich dann wegschmeißen und habe mir eine neue gekauft und die Installation der neuen Batterie könnte ich euch ja gleich vorstellen. Und was heißt könnte ich, werde ich euch gleich vorstellen. Und danach kommen wir dann auch noch zur Fritzbox und zu meinem Raspberry Pi. Da steht auch noch ein Video an. Wir werden die Fritzbox erstmal modifizieren und wenn das nicht funktioniert, den Raspberry Pi. Die Details werde ich dann gleich im Anschluss an den Batteriewechsel erklären. Es wird also noch ein zweites Insel-Solar-Video geben, wo wir das Ganze noch mal ein bisschen pimpen. Aber kommen wir erstmal zur Batterie. Also die schlechte Batterie, das war eine Winner-Batterie. Die ist seit 2017 bei mir im Einsatz. Die ist jetzt fertig. Jetzt haben wir ja schon fast 2024, dann darf sie auch fertig sein. Wie viele Tage sind das? Da müsste ich ja mal Google fragen. Geht das überhaupt? Lass mal schauen. Okay, Google. Geht nicht. Geht das so? Okay, Google. Wie viel sind 365 mal 7? So. 365 mal 7 entsprechen 2555. Also die Batterie, die da jetzt, diese Winner-Batterie, die hat jetzt um den Dreh 2600 Zyklen hinter sich. Dann darf die auch irgendwann mal hin sein. Ich glaube, man sagt, nach 3000 Zyklen sind die nachher wirklich komplett hin, die Teile. Also mein Batterie-Testgerät sagt, Akkugesundheit 26%. Also die ist fertig. Die hält auch keine Kapazität mehr. Und die zieht mir meine gute Batterie mit runter. Und verschleißt natürlich auch meine gute Batterie dann in Lichtgeschwindigkeit. Ne? Also die gute Batterie muss sozusagen noch dafür sorgen, dass die schlechte Batterie noch irgendwie am Leben erhalten wird. Macht keinen Sinn. Verschleißt die gute Batterie und also die alte muss weg. Die Winner-Batterie muss raus. Und nach 7 Jahren darf sie dann jetzt auch mal raus. Was habe ich mir da geholt? Ich war da ein bisschen am Rumgoogeln. Damals hat ja so eine Batterie immer so 80 Euro, wenn es teuer war, 89 Euro gekostet. Ja, das ist schon wieder 7 Jahre her. Die Vine F1, die ich mal geholt habe, die habe ich mir auch knapp für 80 Euro gekauft. Aber jetzt Inflation und der ganze Irrsinn, der so abläuft. Blei ist wahrscheinlich teuer geworden. Also die Batterien, die kosten jetzt egal, also was man da so nimmt. Bei 117 Euro für eine 100 Amperestunden Batterie. Achtet darauf, wenn ihr euch solche Batterie kauft, holt nicht diese schwarzen
Batterien, die wartungsfrei sind. Weil sie sind in Wirklichkeit nicht wartungsfrei. Nach 3 Jahren sind die auf und sie verlieren natürlich auch ihre Batteriesäure und das Wasser da drin. Das wird rausgedrückt durch Entgasungsladung oder allgemein, wenn sie geladen wird. Also sie verliert auch an Batteriesäure und dann habt ihr das Problem, dass ihr irgendwas von mich da, irgendwas hat mich da erreicht. Ja. Manuela hat geschrieben. Mann, schönen Gruß, Manuela. Ja, es dreht sich, ja, es ist egal. Es ist wurscht. Also jedenfalls, sie verlieren, diese wartungsfreien Batterien verlieren auch Batteriesäure und man kann den Batteriesäurestand von außen ja gar nicht mehr einsehen. Es gibt ja die Batterien, die haben so ein weißes Gehäuse, wo wenn man dran kippt, die Batteriesäure sieht und dann hat man oben 6 Einfüllstutzen. Bei den wartungsfreien Batterien sieht man auch diese angedeutet, diese Einfüllstutzen. Wahrscheinlich industrielle Fertigung und da wird das oben alles vergossen. Und dann müsste man mal in der Bohrmaschine da Löcher reinbohren, da irgendwelche Spezialschrauben aus Kunststoff holen, um das alles wieder abzudichten. Also echt super Katastrophe. Diese wartungsfreien Batterien funktionieren genauso wie die Batterien, die gewartet werden können. Bloß eben haben den Nachteil, dass die Industrie natürlich will, dass man sie nach 3 oder 4 Jahren, eher nach 3 Jahren, in die Tonne tritt, weil sie einfach zu wenig, weil der Batteriesäurespiegel da drin, der Schwefelsäurespiegel, der sackt natürlich ab, weil es wird Wasser, aus dem Wasser, was in dieser Säure schwebt sozusagen, wird dann ein Knallgas erzeugt und zwar Wasserstoff und Sauerstoff und das wird ausgegast, das wird aus der Batterie rausgedrückt über Überdruckventile und dadurch verliert so eine Batterie natürlich an Batteriesäure. Ja, blöd, wenn sie wartungsfrei ist, kann man es nicht auffüllen. Im Auto würde ich sagen, ist in Ordnung, dann schmeißt man sie nach 3 Jahren oder nach 4 Jahren weg und kauft sich eine neue. So teuer sind die denn beim Auto ja auch wieder nicht. Aber bei so einer Solarbatterie, das wäre teuer, weil bei einer 100 Amperestunden Batterie, ich sagte, gestiegene Preise, liegt man jetzt bei 116 Euro. Und wenn man sie günstig schießt, so wie ich jetzt, bei 93,90 Euro. Billiger geht's auch gar nicht. Die habe ich mir bei Amazon bestellt. Schaut selbst hier. Und zwar habe ich mir folgendes Modell bestellt. Und zwar die Exakt Solarbatterie. Und die wird geliefert von Sieger Batterien. Batterien. Also die wird geliefert von Sieger Batterien. Diese Firma Sieger, die bietet diese Exakt Solarbatterie 100 Amperestunden. Das Modell EXS 100. Auch bei Amazon an. Man kann natürlich auch Google bemühen, versuchen die gleiche Batterie irgendwo günstiger zu finden. Man wird sie nicht günstiger finden. Man liegt immer knapp über 90 Euro, also in diesem Fall 93,90 Euro und dann kommen noch Versandkosten dazu. 4,90 Euro. Es gibt auch andere Anbieter, die bieten sie dann für 98 Euro an, versandkostenfrei. Also man liegt dann ungefähr beim gleichen bei 98,80 Euro. Also zumindest noch über unter 100 Euro. Alter, mein Magen knurrt, ich muss was essen. Also man liegt unter 100 Euro. Knapp unter 100 Euro. Und ähnliche Batterien von der Konkurrenz, da liegt man dann schon bei 115 Euro, zum Teil 117 Euro. Und diese Exakt-Solarbatterie, die sollen wohl gar nicht so schlecht sein. Also sind ja alle so Standardbatterien. Was haben diese Batterien so ganz Tolles? Sie haben, könnte ich euch auch nochmal einblenden. Also wie gesagt, den Link zur Batterie findet ihr unter dem Video, falls euch das interessieren sollte. Also war innerhalb kürzester Zeit hier bei Amazon bestellt, über Amazon bezahlt. Es läuft alles easy going. Und diese Batterie hat natürlich eine Deep Circle Technologie, also verstärkte Gitterplatten sind da drin und. Das heißt also, das sind so Batterien, diese Solarbatterien. Man kann keine Autobatterie nehmen, holt keine 100 Amperestunden Autobatterie mit normalen Gitterplatten da drin. Die gehen euch dann rucki-zucki kaputt. Ihr braucht eine Batterie, die wirklich zyklenfest ist. Und diese Solarbatterien, die sind relativ zyklenfest. Also ihr habt es ja gesehen an meiner Winner-Batterie, die ist jetzt 7 Jahre alt, aber jetzt ist sie auch irgendwann fertig. Vielleicht könnte man sie noch irgendwie nochmal wieder so reaktivieren mit so einem D-Sulfat oder wie das Ding heißt, ne? Und wieder halbwegs fit machen. Fehlt mir die Zeit und auch die Lust. Also ich kaufe mir jetzt eine neue Batterie nach 7 Jahren, darf sie dann auch gerne mal ausgetauscht werden. So, also die habe ich mir geholt für 98,80 Euro. All together mit Versand. Wie gesagt, in wenigen Tagen war sie hier und wir bauen sie jetzt unten in die Insel-Solaranlage ein. Worauf müsst ihr da achten? Ihr habt ja die 2 Batterien unten in meiner Insel-Solaranlage, die haben eine gewisse Spannung. Die werden ja auch über die Solaranlage geladen. Und ihr müsst aufpassen, dass die nicht zu sehr abweichen. Also wenn ihr da eine neue einbaut, eine alte rausschmeißt und eine neue einbaut, müsstet ihr darauf achten, dass die Spannung der verbleibenden Batterie und der neuen Batterie ungefähr identisch sind, also die Kapazitäten ungefähr gleich sind. Nicht, dass eine komplett leer geladen ist und die andere ist rappelvoll. Also sagen wir mal, ihr bekommt die Exakt Solarbatterie vollgeladen hier an,
sie war nicht vollgeladen. Also es könnte ja sein, dass sie komplett bis 100% bei euch ankommt und sagen wir mal unten im Schuppen, die verbleibende Batterie, die hat nur noch 20% Ladung drin. Schließt bitte nicht die volle Batterie parallel mit der leeren Batterie, weil da fließen nämlich extreme Ströme. Denn fließt nämlich die Energie von der vollen Batterie auf Schlag sozusagen in die leere rein. Das ist nicht ganz gut so, aber wenn es kleine Differenzen gibt, 0,1 Volt, 0,2 Volt Unterschied, was die Ruhespannung angeht, ist es unkritisch. Denn fließt da einmal ganz kurz einen Peak rein und dann gleichen die sich an. So, gut. Ja, gut. So, wollen wir uns den, wir wollen uns mal den Vorgang angucken. Also ich nehme die Batterie in Betrieb. Was ist mir an der exakt Solarbatterie aufgefallen? Da war ein Aufkleber drauf. Entlüftung stopfen, bitte entfernen. Das sei ich natürlich so ein kleines Loch. Ihr wisst es ja aus meinen alten Videos. Ich habe da ja so einen Schlauch angeschlossen, wo ich also sozusagen das Knallgas nach außen führe, wenn die Batterie, wenn eine Gasungsladung durchgeführt wird. Und da ist eben ein Transportstopfen drin, weil über dieses Loch würde sonst die Batteriesäure auslaufen. Da stopfen Sie was rein. Ich habe schon einige Hersteller gehabt, ganz einfach, da ist nur so ein kleiner Pinögel, den kann man einfach nur rausziehen und dann hat man dann noch so einen Entgasungspinögel, den steckt man dafür rein. Bei dieser exakt Solarbatterie ist in diesem Loch ein Pinögel drin, sieht aus wie ein Schraubendreher-Pinögel und versucht den mal rauszubekommen. Also ich war hier bestimmt 20 Minuten am rumrandalieren, um diesen Pinögel da rauszukriegen. Also ich, wie bin ich zum Schluss vorgegangen? Mit roher Gewalt. Ich habe dann mit dem Schraubendreher und habe den Pinökel versucht, da rauszukriegen. Ich habe es nicht hingekriegt. Irgendwie in Einzelteilen habe ich den da rausgepopelt. Da war natürlich dieses gesamte Entgasungsloch nachher schon total lidiert. Aber ich habe es dann wieder alles hingebogen und hingedrückt, so dass es einigermaßen ging. Also dieser Entgasungspinökel hat mich so ein bisschen vor Herausforderungen gestellt. Ich war schon fast versucht, mir die Akkubohrmaschine zu holen und den auszubohren. Aber ich habe es nachher doch manuell mit dem Schraubendreher und raus Popeln habe ich es dann nachher doch hingekriegt. Also ein bisschen scheiße gelöst. Also schöner wäre natürlich ein Gummipropfen gewesen, den man so rausziehen kann. Das machen ja andere Hersteller. Die stecken da so ein Gummiödel rein oder so ein Plastikgummiödel. Der verschließt das Loch und dann hat man da so eine kleine Fahne, wo man anfassen kann und zieht diesen Pinökel da raus, diese Transportsicherung. Hier war es eben einfach ein Kunststoffstift, der komplett im Loch verschwunden war. Ja, wie soll man den rauskriegen? Also nur mit roher Gewalt, das ging nicht anders. Der hatte zwar einen kleinen Schlitz, da dachte ich, kann man mit dem Schraubendreher rangehen und den irgendwie so rausfummeln, aber der saß so bombenfest. Also da musste ich nachher mit brutaler Gewalt beigehen. Aber ich habe ihn, letztendlich habe ich ihn irgendwie in Einzelteilen rausgefummelt gekriegt und also zerstört sozusagen. Damit die Batterie ausgasen kann, damit sich da kein Überdruck beim Laden in der Batterie bildet. Insbesondere bei einer Gasungsladung und einem unter Umständen die ganze Batterie um die Ohren fliegt. Das wollen wir ja auch nicht, ne? Dass die da explodiert durch den hohen Druck in der Batterie, dass er den Druck einfach nicht los wird. Ja, also das war das einzige Problem an der exakt Solarbatterie, der einzige Kritikpunkt. Und jetzt muss sie halt zeigen, die nächsten Jahre, ob sie gut funktioniert, ne? Aber egal, ihr bekommt die Batterie, checkt sie erstmal, diesen Pinökel müsst ihr da rausfummeln und kippt sie mal ein bisschen an. Ihr seht die 6 Kammern, das untere Gehäuse ist natürlich wieder weiß, oben hat er natürlich die, für die 6 Kammern hat er natürlich die Auffüllschrauben da drauf, oben auf der Oberseite. Und wenn ihr sie kippt, dann könnt ihr dann auch sehen, wie ist der Säurelevel in der Batterie. Da lasst euch nicht durcheinander bringen, das Ding hat 6 Kammern und die rechte Kammer, jetzt muss ich mal überlegen, war das die Kammer am Pluspol? Ich glaube, die Kammer am Pluspol. Ich meine, die war das. Die Kammer am Pluspol, die hat ein bisschen, da sitzen diese Gitterbleiplatten ein bisschen anders drin, ein bisschen versenkt, wo man dann auf die Idee kommen könnte, oh, diese eine Kammer hat zu wenig Batteriesäure drin, also zu geringen Flüssigkeitsstand. Aber wenn ihr die Batterie einmal kippt, dann seht ihr nachher genau diesen Wasserlevel, der da drin, den Wassersäurelevel sozusagen, der da drin ist, also alle 6 Kammern sind voll. Aber checkt das trotzdem ab, insbesondere wenn ihr die Batterie geliefert bekommt und unter Umständen ist ein bisschen Batteriesäure ausgelaufen. Soll wohl hin und wieder auch mal vorkommen. Meine war knochentrocken. Aber wenn da was ausgelaufen ist, checkt den Säurelevel und guckt nach, ob da irgendwo ein bisschen in einer Kammer ein bisschen was fehlt. In der Regel wird es dann die Kammer sein, die an diesem Entgasungsloch sitzt, was ja mit diesem Pinökel dicht gemacht war. Also der Pinökel saß ja so stramm drin, da konnte gar nichts auslaufen. Ansonsten kam die Batterie unbeschädigt hier an, alles wunderbar, schnell geliefert. Also prima, bloß dieser Pinökel war für mich das Problem. So, also ein kleines Problem. Und den habe ich dann nachher mit Gewalt rausgefummelt irgendwie. Ne? Also in Einzelteilen habe ich den da rausgeholt. Gut, dann kann das Ding auch wieder jetzt sauber ausgasen. Und vor allen Dingen, ich kann meinen
Pinökel, der auch irgendwo in dem Karton drin lag, den habe ich dann nachher reingesteckt und einen Schlauch angeschlossen, dass denn der Wasserstoff und der Sauerstoff nach außen am Schuppen sozusagen nach außen abgeführt wird. So, jetzt gucken wir uns erstmal den Vorgang. Jetzt machen wir mal die Praxis. Ich zeige euch jetzt mal die Batterie. Ich habe sie natürlich auch gecheckt. Und zwar, was habe ich gecheckt? Ich habe die Spannung gecheckt und ich habe mit meinem Batterietester die Batteriegesundheit gecheckt. Die Spannung lag bei 12, kann ich hier schon mal vorwegnehmen, lag bei 12,4 Volt. Sie war also nicht komplett vollgeladen. Wer weiß, wie lange sie da schon so rumlag. Aber 12,4 Volt ist okay. Das ist überhaupt gar kein Problem. Sie ist also nicht vollgeladen hier angekommen. Das kam mir auch sehr entgegen, weil meine Solaranlage auch nicht mehr ganz so viel vom Himmel sozusagen runterfischt. Insbesondere, weil es den ganzen Monat eigentlich nur am Regnen war. Und also das war dann schon pari mit meiner alten Batterie und der neuen Batterie, 12,4 Volt. Meine alte Batterie, die verbliebene, hatte auch ungefähr 12,4 Volt. Passte alles, also konnte ich sie direkt anschließen. Ansonsten müsst ihr eben darauf achten, die alte Batterie ladet die wieder auf, dass sie voll ist. Und die neue Batterie ladet auch auf, dass sie voll ist. Und dann könnt ihr sie parallel anschließen. Dass ihr eben, wie gesagt, nicht eine leere und eine volle parallel anschließen, weil von der vollen dann zu viel Lichtgeschwindigkeit sozusagen in die Leere reinsaust. Und das ist nicht ganz so gesund. Darauf müsstet ihr dann achten. So, ich zeige euch jetzt mal den praktischen Vorgang. Wir checken gleich mal den Säurespiegel da drin. Dann checken wir die Spannung, dann checken wir die Batteriegesundheit. Mein Batterietestgerät hat angezeigt, alles schick. Batterie ist fit, also sie ist in Ordnung. Und dann war für mich alles soweit gut. Dann heißt es nur noch, Polklemm von der alten Batterie lösen, die alte Batterie wegnehmen, die neue Batterie einbauen. Aber diese ganze Geschichte, das gucken wir uns jetzt einfach mal live im Video an, wie ich das gemacht habe. Ich habe versucht, das Ganze ein bisschen zu filmen. Ich hoffe, das ist lichttechnisch einigermaßen in Ordnung und nachvollziehbar. Also große Raketenwissenschaft ist das natürlich nicht. Polklemm lösen, alte Batterie raus, puff, neue Batterie rein. Achte drauf, Plus muss am Plus und Minus muss am Minus. Also packt sie richtig rum rein. Und dann kommen die Polklemmen wieder rauf und dann ist die Sache auch wieder erledigt und dann kann das ganze Spiel die nächsten Jahre wieder ganz normal weitergehen. Also, kommen wir zum praktischen Teil des Entfernens der alten, verschlissenen Winner-Batterie und des Einbaus der neuen Batterie, der exakt Solarbatterie 100 Amperestunden. Füllen wir ab. Hallo liebe Freunde, die neue Batterie ist da. Und zwar habe ich mir geholt eine 100 Amperestunden C100 von Exakt Solarbatterie. Die habe ich gerade ausgepackt. Knapp 100 Euro gekostet. Und hier war so ein Aufkleber drauf. Da müsst ihr unbedingt drauf achten. Da steht dann drauf, Transport stopfen sofort seitlich entfernen. Habe ich versucht. Das ist der Rest des Transportstopfens. Den habe ich nicht rausgekriegt, nur mit Gewalt. Ne? Aber nun steckt hier seitlich ist auch noch so ein Entlüftungsventil. Das habe ich da jetzt reingesteckt. Das dreht sich nur darum, dass die Batterie nicht explodiert. Ne? Also der Transportstopfen, ja, ist eigentlich nur für den Transport, dass keine Säure ausläuft. So, wir checken erstmal die generelle Funktion, die Spannung der Batterie. Mal gucken, ob sie geladen gekommen ist. Dazu nehmen wir uns unseren Spannungsmesser. Stellen den auf 20 Volt. Hier ist Plus und da ist Minus. Und dann gucken wir uns das mal an. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Müsstet ihr eigentlich, wo hier die Spannung liegt. 12,4 Volt. Sie ist nicht voll. Meine Lieben. Okay. Wer weiß, wie lange sie schon lagert. Das ist aber nicht so schlimm. Sie wird ja wieder aufgeladen. Das nächste ist natürlich, wir könnten mal hier unseren Batteriechecker anschließen und mal gucken, was die Batterie so sagt. So. Da gehe ich jetzt mal durch. Und mal gucken. Gesundheit 100%, wie ihr seht. Schaut selbst. Also ist okay, die Batterie ist in Ordnung. Das ist ja schon mal wichtig. Könnt ihr hier sehen, ne? Also alles schick mit der Batterie, das ist schon mal gut. Nehmen wir wieder raus. Machen das ab. Und nun bauen wir sie ein in die Solaranlage. Sie hat ja nur 12,4 Volt. Das macht aber nichts. Meine Solarbatterien sind sowieso nicht ganz voll.
Und die ist ja, wird ja parallel verschaltet. Ich habe zwei von den Dingern parallel laufen. Das heißt also, die schlechtere von beiden, die ist jetzt 6,5 Jahre alt, die kommt raus. Und die neue kommt dafür rein. Und hier kommt dann nachher mein Abluftschlauch rein, wegen dem Wasserstoff, dass ich das ableite. Ne? Irgendwie so mache ich das. So, willkommen hier im Schuppen. Nun wollen wir hier, es dreht sich um diese Batterie, diese Winner-Batterie. Die ist fertig jetzt nach 6 Jahren. Na, eher 7 Jahren. Und die hier ist gut, das ist die Graphene F1. Die ist noch super. Und ihr seht auch, was das für ein Monster das ist. Ne? Völlig verrückt. So, ich habe das hier mit Panzertape so ein bisschen abgeklebt, hier diese Schutzabdeckung, damit es hier nicht zufällig einen kurzen gibt. Zack, hier habe ich noch den, wie ihr seht, den Thermostaten hier, so ein Thermofühler. Aber ich weiß, wie warm die Batterie ist, das wird mir dann ja auch im Netz angezeigt. So, die fliegt raus. Hier habe ich sogar noch einen Batterieschutz hier. So, gut. Gut, dann wollen wir die mal abschrauben. Dazu brauche ich ja nur diese beiden Polklemmen lösen. Das geht hier, das ist Minus, geht hier an Minuspol und vom Minus geht das hier an den Minuspol hier vorne. Und Plus geht vom Plus nach Plus. Gut, wir müssen nur die beiden hier lösen. Okay, dann hole ich mal einen Schlüssel. So, vielleicht auch noch ein bisschen Licht. Bringst das? So. Also, den lösen wir und den lösen wir. Also wie gesagt, der ist mit der parallel verschaltet. Plus geht an Plus, Minus geht an Minus. So. Was für Schlüssel brauchen wir hier? Vielleicht den richtigen gefunden. 1,12. Okay. Lösen wir den. Ach so, bevor wir den lösen, die Solaranlage, alle Verbraucher stromlos machen. Obwohl, das ist eigentlich egal. Die Verbraucher können wir anlassen. Das Solarpanel lösen, genau. Also wir lösen jetzt das Solarpanel. So. Jetzt haben wir hier schon den Minus ab. Kriegt aber noch weiterhin Strom, weil er ja parallel verschaltet ist, über die zweite Batterie. So. Hier machen wir das gleiche. Und dann wird auch gleich das Licht ausgehen. Zack. Nehme ich mal an. Ach nee, bleibt sogar an. Wunderbar. Ja, logisch, klar, weil Plus geht hier an diese Batterie, über die, diese Versorgungsbatterie hier, wird das jetzt hier alles mit, upsala, mit Strom beschickt hier. Die ist ja noch dran. So, dann nehmen wir die hier mal raus. Dazu müssen wir die Entlüftungsleitung hier entfernen, wo ich das nach außen führe, über so einen Schlauch hier. Und dann liegt die Batterie frei. Dann machen wir hier noch den Plusstopfen rauf. Warte mal, Plus war hier. Zack. Und hier machen wir den Deckel rauf, dass hier nichts passiert irgendwie. Ja. Wenn das dann passt. So, genau. Gut, dann nehmen wir die hier raus. Entfernen die. Die neue. Die hat ungefähr die gleiche Bauform wie die hier. So, den Verschlussstoff, den drehe ich mal. So, jetzt mal gucken. Ja, Plus, Minus. Das ist natürlich blöde mit Entgasung hier. Aber es ist, wie es ist. Das Schlauch ist lang genug. Das ist schon mal gut. So, dann stellen wir die schon mal an die Position. Plus ist hier, Minus ist hier, so wie es war. Und schließen als erstes erstmal den Schlauch hier an. So, hier geht hin und wieder mal das Licht aus, klar. So, stecken hier den Schlauch rüber an die Entgasung. Könnten das hier so rüberlegen.
schieben den ganzen Kladderadatsch hier vorne hin. Deckel ab. Deckel ab. Dann schließen wir hier den Pluspol wieder an. So, wartet mal. Ja. Schließen hier den Pluspol an. Verschrauben den wieder. Schließen vorsichtig den Minuspol an. Super. Und die unterschiedlichen Ladungszustände sozusagen, die gleichen sich jetzt an. Ne? Also man sollte jetzt keine Leere oder hier eine Leere mit einer geladenen verbinden, weil dann fließen einfach zu extreme Ströme. Genau, da fließen einfach zu extreme Ströme und das wollen wir nicht. Dingsbums geht nach außen. Wir können das sogar noch ein bisschen anders machen. Hier das, den Schlauch hier vorne reinstopfen. Haben wir noch ein bisschen mehr Luft. Warte mal. So, dass es nach außen abgeführt wird. Ne? Genau. So. Dann haben wir die Sachen jetzt hier alle verbunden. Hier machen wir jetzt, so es denn klappt, die Schutzklappe für Minus rauf. Ja, komm schon. Und hier für Plus. Seht ihr das? Ne, seht ihr gar nicht, ne? So, und jetzt klemmen wir den hier vorne auch einfach hin. Das ist ja nur provisorisch, dass das ein bisschen abgedeckt ist, ne? So. Zack, zack. Zack, zack, ich warte mal. Kann ich noch ein hochbiegen? So, guck mal. Wunderbar, dann hauen wir hier noch unser Tape rüber. Rüber. Das rote Kabel möchte ich mal ein bisschen nach hinten verlegen, hinter die Batterie. So, dann können wir das auch alles rüber schieben. Ganz zum Schluss hauen wir natürlich unseren Temperatursensor wieder rein. Den klemme ich immer in die Mitte. So. Klemme den hier mit der Halterung und dann ist das erledigt. Gut. Alles klar. Und ganz zum Schluss machen wir die Solarpanel wieder an. Zack. Kommt aber fast nichts vom Himmel. Und wir könnten nochmal die Spannung messen, meine lieben Freunde. Aber das ist jetzt natürlich mit Solarpaneln ein bisschen ungünstig. Ich muss das jetzt die nächsten Tage mal beobachten. Aber das geht sicherlich klar.
Lass mal gucken hier. Ja. Also, das war's. Also, das war der Batterietausch. Im Grunde genommen nur hier vorne, was ihr hier seht. Hier oben die, die Messsonde für den Temperatursensor. Plus und Minus lösen, neue Batterie rein, Plus anschrauben wieder und Minus anschrauben. Und vom Plus geht's ja hier rüber an Plus. Und vom Minus, hier der Minuspol geht hier rüber und geht hier hinten rum an Minus. Also sind parallel verschaltet. Also habe ich jetzt 12 Volt 200 Ampere in Summe jetzt. Guti, mehr war es eigentlich nicht. Jetzt muss ich die nächsten Tage mal beobachten, wie sich das Ganze einspielt und die alte Batterie entsorgen. Ne? So, das war's. Jetzt kann ich den Schuppen hier wieder einräumen. Wir sind fertig, meine Lieben. Batteriewechsel erledigt. Die hieß hier, warte mal, Divine F1 hieß die. Divine F1. Und wichtig bei den Batterien ist natürlich, dass man hier oben von den 6 Kammern auch diese 6 Stopfen hat zum Nachfüllen vom destillierten Wasser, falls der Wasserstand ein bisschen sinken sollte. Das sieht man natürlich jetzt sehr gut. Und da muss man sie immer ein bisschen ankippen und dann sieht man dann quasi, wo der Wasserlevel ist. Genauso auch bei der 9. Da achtet, da müsst ihr vorsichtig sein. Hier vorne in der Kammer hier, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das sieht so aus, als wenn da weniger Wasser drin ist. Ist es aber nicht. Da ist nicht weniger Wasser drin. Da sind Bleiplatten bloß ein bisschen kleiner oder anders aufgebaut in der ersten Zelle. Also wenn man ihn ankippt, dann sieht man nachher diesen Wasserstand hier sozusagen rumschwappen. Ne? Also der Wasserstand ist so hoch, dass man ihn hier nicht sieht. Also alle Kammern sind randvoll. Ne? Gut. Also, Batteriewechsel geglückt, erledigt. Gut, war keine Raketenwissenschaft. So, bis oben auf der Couch. Herzlich willkommen zurück. Ja, habt ihr gesehen. Also, spannend ist anders, ne? Aber ich hatte ja versprochen, euch das zu zeigen. Also, es ist wirklich nur Boxenstopp, ne? Alte raus, neue rein. Fertig. Aber wie gesagt, ihr müsst auf 2 Sachen achten. Die Spannung, ne? Die müssen ungefähr identisch sein. Oder die Ladezustände sollten ungefähr identisch sein. Also, keine leere und keine volle Batterie mit mal parallel verschalten. Ganz schlechte Idee. So, jetzt habe ich wieder im Grunde genommen 2,5 Kilowattstunden uninstalliert, also 100 Amperestunden mal 12, dann liegen wir, also 12,6 Volt, dann liegen wir bei 1260 Wattstunden pro Batterie. Davon kann ich ja nur die Hälfte nutzen, aber das habe ich ja zweimal. Also bedeutet das, ich habe 1260 Amperestunden, sagen wir mal, rechnen wir mal, die alte Batterie ist ja schon ein bisschen verschlissen, sagen wir mal, eine Kilowattstunde kann ich da sozusagen entnehmen, 1000 Wattstunden. Und wenn die Anlage, sagen wir mal, 200 Wattstunden am Tag braucht, wenn alle Verbraucher laufen, 24 Stunden zieht, egal ob was vom Himmel kommt oder nicht, dann wären das 5 Tage, also 5 schlechte Tage könnte ich überbrücken. Im Winter wird es aber sehr, sehr knapp, ihr wisst es, oder vielmehr, ich weiß es ja auch, aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre, im Winter kommt teilweise so wenig von den beiden Panels, dass ich da nicht alle Verbraucher laufen lassen kann. Die schalte ich dann sozusagen in Schlafmodus, die kann ich ja per Handy an- und abschalten und ich schalte sie nur dann zu, wenn ich sie wirklich brauche und ansonsten deaktiviere ich sie, also das Flutlicht und, um ein bisschen Strom zu sparen, ne? Weil im Winter wird die Anlage hart gefordert, November, Dezember, Januar und bis Mitte Februar lasse ich die Anlage so ein bisschen gedrosselt laufen und sonst das restliche Jahr funktioniert sie einwandfrei. Ich habe es jetzt bloß halt relativ frühzeitig gemerkt, dass die Winterbatterie wirklich abgebaut hat, weil das war schon Ende September, weil mal ein paar schlechte Tage dazwischen waren. Und nach 2-3 Tagen, dass er da unter 12 Volt rauscht, bedeutet für mich, dass die eine von den beiden Batterien einfach die Kapazität nicht mehr hat und von der anderen irgendwie mit durchgeschleppt wird, aber mehr schlecht als recht. Ne? Also, dass die schlechte Batterie das gesamte System in den Keller zieht. So, jetzt habe ich da 2 Batterien, die in Ordnung sind. Eine nagelneu und eine, die relativ neu ist. Und jetzt sollte das Problem gelöst sein. Habt ihr gesehen. So, das nächste Video, jetzt schon mal Ausblick auf das nächste Video. Jetzt, ich hatte euch ja gesagt, ich habe ein Problem damit. Der Raspberry Pi, der ja im Schuppen verbaut ist und einmal die Woche, sonst immer zweimal die Woche, aber jetzt nur noch einmal die Woche, immer von Freitags auf Samstags, ein Vollbackup der 32 GB Karte durchführt. Das wird dann gepackt im Raspberry Pi und dann übertragen an meinen NAS-Server. Es läuft vollautomatisch eigentlich ganz, ganz wunderbar, aber Basis wird natürlich immer mehr, weil seit Installation 2016 locke ich hier alle Solardaten. Also ich könnte jetzt gucken, was war 2016 im Dezember los, am 3. Dezember oder 2. Februar 2017. Und das kann ich mir genau angucken. Also sind alle Daten noch vorhanden seit der Installation.
Die 16er-Karte war nachher irgendwann voll und wie gesagt, jetzt läuft es über eine 32er-Karte. Gepackt werden dann eben, wie gesagt, 8 GB übertragen. Dadurch, dass mein Router, und zwar eine Fritzbox, hier haben wir die Fritzbox, also dadurch, dass meine Fritzbox hier im Flur steht, an einer ziemlich ungünstigen Stelle, ich habe hier eine WLAN-Ausleuchtung hier bis in den ersten Stock, im zweiten Stock würde es schon wieder schwierig werden, ich habe ja auch einen Repeater noch im Einsatz und im Flur, also jede Menge, unten im Flur ist das alles sehr, sehr verwinkelt, sehr, sehr viel Stahlbeton verbaut und mein Raspberry Pi, der im Schuppen an meinem Solar-Holzpanel sozusagen hängt, ihr wisst das vielleicht noch vom Zusammenbau der Insel-Solaranlage, da habe ich das ja alles genau dokumentiert. Der muss natürlich durch so eine Hauswand durch, der muss durch eine Betondecke durch, der muss noch durch eine Betondecke durch, bis er nachher beim Router ankommt. Und die Datenrate ist wirklich teilweise echt schwierig und problematisch. Ich kann jetzt mal versuchen, auf den Raspberry Pi zuzugreifen. Mal schauen. Jetzt geht's wieder flott. Ja. Wunderbar. Insel-Solaranlage haut hin. Könnt ihr ja auch drauf zugreifen. Und ihr seht hier, upsala, ihr seht hier, funktioniert alles. Alles schicki. Wo liegen wir spannungsseitig momentan? Was sagt die Temperatur? 11 Grad. Spannungsseitig liegen wir hier jetzt bei aktuell 1249. 1245. Also 1245. 12 Volt. 12,45 Volt und ich glaube, das zeigt ja hier unten auch nochmal irgendwo an. 1246, ja, 1246, das ist die Spannung aktuell. Und jetzt konnte ich drauf zugreifen, jetzt hat er eine relativ gute Verbindung. Ich habe auch mit dem Router unten ein bisschen rumexperimentiert, aber der hängt so, den habe ich versteckt, den habe ich eingebaut, dass man auch die ganze Kabellage auf meine ISDN-Anlagen, man sieht gar nichts von der Kabellage. Also der Router hängt an einer relativ ungünstigen Position. Und da hatte ich euch ja gesagt, und der Raspberry Pi mit seiner kleinen WLAN-Antenne hier, das läuft ja alles per WLAN, der verbindet sich ja per WLAN mit meinem Router und holt's. Und zusätzlich habe ich ja mir auch noch ein eigenes WLAN-Modul gebastelt, was an meinem Solarregler hängt. Also der Raspberry Pi holt sich die Daten, geht zum Router und verbindet sich über den Router mit meinem Solarmodul, was an meinem Solarregler, das haben wir uns ja selbst zusammengebaut, hängt und holt sich über den Comport die Daten, liest über den Comport die Daten raus und schreibt die in seine Datenbank. Funktioniert eigentlich ganz gut. Dazu braucht man auch keine super geile Verbindung haben. Aber man sollte schon eine Verbindung haben. Mir ist aber aufgefallen, dass seit dem letzten Update der Fritzbox, die vor 4 Wochen war, dass die WLAN-Qualität so ein bisschen abgeschwächter ist. Also nicht mehr ganz so gut, wie es vorher war. Und der Raspberry Pi hin und wieder entweder komplett aussteigt, für Stunden nicht erreichbar ist, also keine Verbindung aufbauen kann mit dem Router, weil das Signal so schwach ist. Also da hat teilweise im Rückkanal hat er nur 1 Megabit gehabt, ne? Also fast überhaupt nichts. Ne? Also kaum noch Signalstärke, nur noch ein Balken, wenn überhaupt, oder eben gar keinen, und dass er mal für Stunden offline ist. Und dann versucht er über die Stunden, sich immer wieder neu zu verbinden und in der Hoffnung, dass irgendwann mal die Signalqualität ansteigt. Also wenn die Fritzbox zum Beispiel auf Kanal 1 ist, kann man komplett vergessen. Ich habe die jetzt fest eingestellt auf Kanal 5. Lasse ich die Fritzbox jetzt geforst laufen mit einem 2,4 GHz Netz mit Kanal 5 und das funktioniert so einigermaßen. Sollte ich ein bisschen in Richtung Kanal 1 gehen, baut der Raspberry Pi ab und im oberen Bereich Kanal 13 genauso. Also in der Mitte kommt der Raspberry Pi noch einigermaßen gut zurecht. Der Raspberry Pi hat natürlich eine WLAN-Antenne und das ist dieses kleine Furzelding hier vorne. Jetzt gehe ich mal ein bisschen dichter ran. Ich hatte es euch schon mal gezeigt. Na, da könnt ihr es ganz gut sehen. Da, wo mein Fingernagel ist, dieses kleine Pimmelding hier, das ist die WLAN-Antenne des Raspberry Pis. Ja, darf man nicht zu viel erwarten. Aber es funktioniert irgendwie. Aber nicht wirklich stabil und gut. Also es könnte noch ein bisschen besser funktionieren. Und da habe ich mir dann ja aus China eine 8 dB... Eigentlich sind zwei 8 dB Antennen mit Anschlusskabel geholt, wo ich sagte, ich schneide dieses IPEX-Kabel, dieser IPEX-Stecker, den schneide ich auf der einen Seite ab und löte die WLAN-Antenne hier ab und löte dieses IPEX-Verbindungskabel, löte ich hier an und richte die Antenne eben entsprechend aus, diese 8 dB Antenne. Dann sollte sich die Verbindungsqualität verbessern. Nun kam ich, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder man verbessert man verbessert die Antenne am Raspberry Pi, dieses kleine Pimmelding raus und eine vernünftige Antenne da einbauen. Aber man verliert dann natürlich die Betriebserlaubnis von dem Teil.
Oder eben die andere Möglichkeit wäre, man nimmt die Fritzbox und versucht die Fritzbox so hin zu optimieren, dass sie eine deutlich bessere WLAN-Abdeckung hat. So, und diese beiden Varianten werde ich ausprobieren. Das Interessante ist natürlich, schaut nochmal selbst, bei AliExpress habe ich mir natürlich ein Komplettset geholt mit zwei Antennen und 8 dB Verstärkung sozusagen und einem 35 oder 30 cm langen WLAN-Kabel sozusagen mit diesem IPEC-Stecker. Und jetzt wird spannend, in der Fritzbox, wir schauen uns das mal an, wir gehen jetzt mal runter, in der Fritzbox ist genauso ein IPEX-Anschluss und ich habe mir mal die Antennen in der Fritzbox angeguckt. Ich habe mir jetzt eine zweite Fritzbox gekauft, gebraucht für 45 Euro. Das ist, also die ist jetzt komplett identisch konfiguriert, genauso wie meine, die jetzt unten jetzt aktuell gerade läuft. Also die sind beide gleich, die Dinger. Die haben die gleiche Firmware und die haben die gleichen Einstellungen, alles identisch. War aber nicht ganz so einfach, war ein bisschen kryptisch. Ich habe das Ding abgeholt bei dem Typen und habe gesagt, pass mal auf, hast du es zurückgesetzt? Ja, habe ich zurückgesetzt. Kam ich hier an, ich kam nicht an die Box ran, ja, weil er sie nicht zurückgesetzt hatte. Also die war komplett verrammelt und das Zurücksetzen meiner Fritzbox funktioniert über einen der beiden Telefonports. Man muss ein Telefon anschließen und über das Telefon mit so einer Kurzwahlkombination Stern, Raute 991 1520 1520 Raute Stern. Dann macht es einmal Piep und dann muss man 3 Sekunden warten und dann resettet die Box und wird die Box in den Auslieferungszustand so zurückversetzt, dass man wieder drauf zugreifen kann, standardseitig. Das Problem war nun auch noch hier, ich konnte hier nicht die aktuelle Konfiguration meiner aktuellen Box einspielen, weil hier noch eine uralte Firmware drauf war. Also muss ich die erstmal ins Internet bringen, dann also die als Internet Router sozusagen ganz normal laufen lassen, meine alte Box sozusagen abgestöpselt und die erstmal auf den gleichen Firmware-Stand bringen, um die Konfiguration meiner aktuellen Box auch hier einzuspielen. Also ich habe jetzt zwei Fritzboxen, die absolut gleich sind. Gleiche Gehäuse, gleiche Firmware, gleiche Einstellung. So. Gut, dann kann ich natürlich an einer rumspielen und rumexperimentieren. Deswegen habe ich mir die nämlich geholt. Das ist nämlich jetzt meine Bastel-Fritzbox. Und jetzt gehen wir mal runter und dann möchte ich euch mal zeigen, was ich vorhabe. Also, oder ganz kurz. Es gibt, wie gesagt, zwei Möglichkeiten. Entweder man verbessert das hier, den Raspberry Pi, oder man verbessert das hier. Was die sinnigere Variante ist, werden wir dann gemeinsam feststellen. Weil die Verbindungsqualität muss nicht super perfekt und super duper sein, aber sie sollte zumindest so stabil sein, dass sie nicht abbricht. Und das ist jetzt aktuell das Problem. So, und jetzt gucken wir mal in die Fritzbox rein, und dann zeige ich euch mal, was da für Antennen eingebaut sind. Ja, klar, dass das alles nicht richtig gut funktionieren kann. Und dann verbessert sich hier vielleicht auch noch meine WLAN-Abdeckung dramatisch. Das ist die Fritzbox. Auf der Unterseite findet ihr 4 Schrauben. Die öffnet ihr hier mit dem T9, habe ich hier genommen. Hier diese 4 Torx-Schrauben. Seht ihr das? Hier sind so kleine Torx-Schrauben. Und zwar hier, hier, hier und hier. Und dann könnt ihr den Deckel hier hinten schon so abhebeln. Aber dann kriegt ihr die Box noch nicht auseinander. Und zwar sitzt sie hier vorne so eingekrallt sozusagen drin. Auf der Unterseite könnt ihr mit dem Schraubendreher, würde ich aber gar nicht machen, mit dem Schraubendreher, da sind noch 2 Rasthaken. Die könnt ihr lösen, aber das kann man auch anders lösen. Man nimmt die Box einfach und kann sie hier lösen und man kann sie auf dieser Seite so ein bisschen anlösen. Und diese beiden Rasthaken sitzen hier vorne. So, und dann geht man einfach bei und mit ein bisschen Druck nach unten macht es einmal knack und dann kriegt ihr den Deckel nachher ab. So, und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Und die Rasthaken, haben die sich schon wieder... Nee, haben sich nicht. So, pass auf. Das ist alles nicht so einfach. Moment. So. Wo hängt der hier? Hier, genau, hier hängt der. So, dann bekommt ihr den ab und die Rasthaken, die seht ihr hier. Hier ist ein Rasthaken. Und hier ist ein Rasthaken. Und diese Rasthaken greifen hier rein. Das ist das einzige Komplizierte am Auseinandernehmen. Und zwar, wo sitzen die Rasthaken? Mal gucken, ja genau, hier sieht man es so ein bisschen. Upsala, da wo mein Fingernagel ist, da sitzt einer drin. Und hier sitzt einer drin. So, das ist die Fritzbox jetzt von innen. Und wie ist die Fritzbox aufgebaut? Upsala, wie ist die Fritzbox aufgebaut? Ihr seht eine WLAN-Antenne. Und zwar ist das hier die WLAN-Antenne, hier, die hier ihr seht. Hier hinten ist die 2,4G und das ist die 5G WLAN-Antenne. Mehr ist es nicht. In der Fritzbox Modell 7490 ist das die WLAN-Funktionalität, diese kleine Platine hier. Und ihr seht schon, die ist hier so in so Nuppis drin, aber ich versuche die mal hier wieder reinzustecken. So, genau. So, und dann seht ihr hier ein Kabel längs laufen
von hier vorne hier rüber, das ist 5 GHz. Und dann seht ihr hier ein Kabel, das ist nämlich dieses IPEX-Kabel. Das ist nur gesteckt. Das ist das 2,4 GHz. So, und das kann man im Grunde genommen einfach nur abziehen. Fingernagel, ich mach das mal vorsichtig. Zack. So, jetzt habe ich es abgezogen von dem Stecker hier. Und dieses IPEX-Kabel wird mir ja auch mit meinen neuen WLAN-Antennen zugeschickt. Ich versuche das mal ein bisschen zu drehen, dass ihr es mal euch mal angucken könnt. So. Genau. So könnt ihr das sehen. Kann ich da noch dichter ran? Nee, kann ich gar nicht. Ich muss ein bisschen weiter nach oben. Also das nennt man IPEX-Kabel. Und zwar heißt das Kabel exakt UFL. Das ist eigentlich ein UFL-Kabel. Ein UFL-Stecker. Wird aber auch IPEX genannt. So, und das wird einfach nur hier auf diesen kleinen... Da müsst ihr ein bisschen aufpassen und ein bisschen vorsichtig sein. Findet man... Oder... Diese Stecker sind mir nicht ganz unbekannt durch meine Smartphone-Basteleien. Die waren auch damals in den älteren Smartphones gang und gäbe. So. Und da geht ihr einfach bei und drückt den hier vorsichtig rauf. Puff, dann sitzt ihr hier wieder. So. Und dieses weiße Kabel, was ihr hier seht, das ist 2,4 GHz. Und das ist ja, der Raspberry Pi arbeitet auch im 2,4 GHz Bereich. Und dieses schwarze Kabel hier vorne ist für 5 GHz. Und dieses kleine Pimmelding hier, was ihr hier vorne seht, dieses bisschen Kupfer, das ist die Antenne für 5 GHz. Und das etwas größere Stück Kupfer ist die Antenne für 2,4 GHz. Also werde ich, sobald ich von AliExpress, ich kann es da nochmal einblenden, die Antenne mit dem 30 cm Kabel bekommen, dieses IPEX-Kabel einfach abstecken. Das hier rauf abstecken, abisolieren natürlich, dass es nirgendwo hier auf irgendwelche Elektronik kommt. Dann will ich dann abziehen, abisolieren und das neue IPEX-Kabel raufstecken, was ich von AliExpress bekomme, mit der Antenne und die Antenne ranschrauben. Und dann will ich die Antenne provisorisch irgendwo mit Baggeband irgendwo festkleben, hier außen am Gehäuse. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache, ob ich das IPEX-Kabel... Gibt es hier irgendwelche Möglichkeiten? Durch die Lüftungsgitter könnte ich vielleicht noch von gehen, von unten. Ich will mal versuchen, die Leiterplatte, kann man ja alles rausnehmen, ne? Lass mal schauen hier. Ja, zack, guck mal hier, haben wir die Platte, die Leiterplatte hier raus. Ja, dann kann ich hier wahrscheinlich durch einen, wie dick sind diese IPEX-Stecker? Doch, die müsste ich da irgendwie durchgefummelt kriegen. Dass ich das nach außen verlege, erstmal provisorisch. Und dann mal guck, was sich da tut, was die WLAN-Qualität zu meinem Problem Pi. Wie die Qualität bei meinem Problem Pi aussieht. Warte mal, jetzt haben wir wieder alles hier drin. Genau. Ja. Wie die Qualität bei meinem Problem Pi aussieht. Vielleicht ist das schon eine Lösung, dass ich gar nicht am Pi rumfummeln muss, sondern einfach versuchen, die Fritzbox einfach eine bessere Antenne zu spendieren. Und wenn das ganz gut funktioniert mit den 2,4 GHz, dann werde ich es natürlich auch, weil es liegen dem Set ja, ich kann es ja nochmal einblenden, es liegen dem Set ja zwei Antennen bei, dann will ich das Ganze auch noch mit der 5 GHz Antenne machen und ausprobieren, ob sich das verbessert. Zum Beispiel, hin und wieder hat mein Smartphone nicht 5 GHz, sondern 2,4 GHz Verbindung. Die ist zwar gut hier oben, aber eine 5 GHz würde ich dann natürlich präferieren. Dann geht die Datenübertragung natürlich auch schneller. Also mehr ist das ja gar nicht. Ne? Also ihr habt ja 2,4 GHz und ihr habt ja die 5 GHz. An der 5 GHz, das interessiert mich erstmal nicht, sondern mich interessiert erstmal die 2,4 GHz. Das werde ich entfernen, den Stecker werde ich abisolieren und diesen anderen IPEX-Stecker von AliExpress, den werde ich darauf stopfen, hier unten durch die Lüftungsgitter verlegen und die Antenne dann einfach irgendwo rumbaumeln lassen, erstmal provisorisch, um zu gucken, ob das ganz gut funktioniert. Und wenn das wirklich gut funktioniert, dann kann man ja immer noch im Gehäuse, zum Beispiel hier vorne, ein Loch bohren, wo man das Ganze irgendwie, dass man hier die Antenne fest verschraubt, hier daneben zum Beispiel, hier vorne, wäre eigentlich ein ganz guter Punkt. Man könnte es natürlich auch hier verschrauben. Müssen wir mal gucken, wie man das am intelligentesten macht. Lass mal schauen. Warte mal. So. Wo man Platz hat. Ja, hätte man Platz. Also hier könnte man zum Beispiel ein Loch bohren. Hier vorne.
und noch eine zusätzliche, die 2,4 GHz Antenne verbauen. Jo, das ist eigentlich alles. Und dann feuerfrei. Man kann es ja ganz einfach ausprobieren. Steckt die Antenne einfach rein. Also man verbindet sie hier, schraubt die Antenne rauf und lässt das ganze System so halb offen einfach mal laufen und guckt einfach mal, wie ist die Verbindungsqualität jetzt des Raspberry Pis im Schuppen. Nimmt die Signalstärke deutlich zu, ist das Problem gelöst. Verändert sich kaum was, dann müssen wir weiter gucken. Also das ist jetzt so meine Strategie. Ne? Ich werde versuchen, jetzt die Fritzbox zu modifizieren, zu verbessern, was das WLAN angeht. Da würde ich ja nicht nur profitieren. Warte mal. Genau. Da würde ich ja nicht nur profitieren. Da würde ja nicht nur der Raspberry Pi von profitieren, sondern auch alle anderen smarten Devices, ne? Die würden eine bessere Empfangsqualität haben. Ich werde es einfach ausprobieren und euch dann praktisch zeigen. Sollte das nicht funktionieren und einfach mal ein Satz mit X sein, dann schraube ich das wieder zusammen, dann war es das einfach nur, ne? Dann gehe ich den Weg über den Raspberry Pi, dass ich hier die Antenne einfach auslöte, so wie geplant, auslöte und hier vorne anlöte und dann mal schaue, dass ich da eine bessere Antenne im Raspberry Pi verbaue. Aber vielleicht ist das gar nicht notwendig. Auf die Idee bin ich ein bisschen verspätet gekommen. Ich denke, warte mal, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Ich könnte ja die Fritzbox modifizieren, dass sie natürlich so easy ist. Das wusste ich nicht. Ich hatte sie hier aufgeschraubt. Ich denke, ey, super, hier ist ein IPEX-Stecker drauf. 2,4 GHz, 5 GHz. Und ich bekomme auch diese IPEX-Stecker. Da brauche ich nichts löten, gar nichts. Einfach nur reinstecken. Vielleicht noch einen vernünftigen Loch bohren, wenn das gut funktioniert. Loch bohren, wo ich die Antenne dann durchführe. Oder ranschrauben kann an den Stecker. So, und das war's. Mehr ist es ja nicht. So, Deckel wieder rauf. Und das lasse ich jetzt erstmal so. Ich verschraube das jetzt nicht, weil das ist jetzt meine Testbox, ne? Wo ich das alles ausprobiere. Und wenn das gut funktioniert, mache ich das an meiner anderen Fritzbox, die ich rund um die Uhr hier laufen habe. Das ist einfach nur zum Ausprobieren, zum Testen. Ja, meine lieben Freunde, das ist mein Plan. Ist gut, ne? Oder was sagt ihr dazu? Ja, auf die Idee bin ich eigentlich gar nicht gekommen. Hätte ich auch jemand von euch sagen können, ne? Perle, kannst du nicht einfach versuchen, über die Fritzbox das Problem zu lösen? Dass da keiner von euch drauf gekommen ist. Oder es interessiert euch alles gar nicht. Das kann natürlich auch sein. Aber normalerweise hätte ich das erwarten müssen, ne? Also wenn meine Zuschauer ein bisschen pfiffig sind, ne? Aber ganz so viele Pfiffige habe ich ja leider hier nicht mehr im Channel, ne? Aber nichtsdestotrotz, wir werden das Ganze gemeinsam lösen. Jetzt muss ich aber aufpassen hier. Warte mal. Die Decktaste hat er nicht richtig getroffen. Das macht er Zusammenbau. Augenblick. Jetzt. Ja, alles klar. Ja, also wenn ich das nachher teste und das sollte gut funktionieren, werde ich hier mit der Bohrmaschine ein Loch reinbohren. Dann werde ich dann diesen Stecker, der ist ja schraubbar, werde ich dann hier verschrauben mit dem Gehäuse und dann kann ich hier die Antenne ranschrauben. So, und dann kann ich die Antenne entsprechend, so hängt das Ding bei mir an der Wand, unten im Flur ziemlich tief. Das Ding so an der Wand. Und dann würde ich dann die Antenne hier haben. Und die kann ich ja sogar noch ein bisschen verändern. Sie strahlt ja rund ab. Und hier ist es auch. Und es ist gar kein Wunder, dass die Verbindung so schlecht ist. Weil hier die Antenne drin sitzt. Das ist eigentlich nur alles. Und das ist ein bisschen suboptimal. Ne? Bin ich mal gespannt, was das bringt. Ne? Vielleicht löst sich das Ganze schon über die Fritzbox. Das wäre mir natürlich sehr, sehr lieb. Und da dachte ich mir, die 45 Euro kannst du noch mal investieren und da habe ich noch mal eine Reserve. Ne? Falls meine Fritzbox mal abkacken sollte, dann kann ich die dann installieren. Läuft. Jo, also Fritzbox hier rein. Die vier Schrauben. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich die nicht verliere. Wie mache ich das? Die vier Schrauben. Dass die nicht verloren gehen. Da muss ich mir nochmal was ausdenken. Ich kann das natürlich so machen. Ist auch blöd. Warte mal, ich kann das. Ja, noch geiler. Guck mal, Tabletten, machen wir das so. Pass auf, Leute, damit die vier Schrauben nicht verloren gehen. Nehme ich einfach vor meinen Tabletten. Den Blister. So. Seht ihr?
Hier waren Tabletten drin. Passen die Schrauben da rein? Das wäre natürlich super, ne? Packt er die 4 Schrauben rein. So. Und dann Aufkleber rüber, fertig. So, dann klebe ich das einfach oben ab. Und dann habe ich hier meine Schrauben drin. So. Aber so, so geht's doch auch. Guck. So, dann schmeiße ich hier rein und dann gehen sie nicht verloren. Da müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Also ich bin auch mal ein Experte drin, Schrauben zu verlieren. Ne? So, warte mal. Hier ist noch ein bisschen Folie. Ich bin auch ein Experte drin, Schrauben zu verlieren. Ich lasse sie natürlich jetzt auf, dass wenn nachher die ganze Geschichte kommt, dass ich das dann innerhalb von 5 Minuten umrüsten kann, das ganze System. Ne? So, und hier ist ja schon wieder die Antenne hier rausgerutscht. Ist auch alles billig gemacht. Ne? Dafür, dass die Box so teuer ist. Ne? So, so, so. Zack. So, dann kommt das hier wieder rein. Und dann warte ich mal auf die Dinge, die da kommen. Deckel zu, Klappe zu, aber tot. Ja, aber der Typ, der war auch hart, wo ich das Ding abgeholt habe. Ne? Frage ich den noch extra. Dann sage ich, Alter, hast du das Ding zurück? Genau. Ja, ja, habe ich alles gemacht. Ne? Ja, der war von oben bis unten gepeigert, tätowiert. Vielleicht ist auch ein bisschen viel Tinte ins Gehirn gelaufen. Jedenfalls war sie komplett verrammelt, die Box. Ne? War schon eine Herausforderung, die wieder, war schon eine Herausforderung, die wieder zum Laufen zu kriegen. Ne? Aber für 45 Euro will ich nicht rummotzen. Aber ich war hier schon ein paar Stündchen beschäftigt mit dem Ding. Das hat mich echt geärgert. Mit dem Zurücksetzen. Ne? Weil das Problem ist, warte mal, wie war das noch? Mit dem Zurücksetzen. Ja, ich wollte erst noch eine alte Firmware einspielen, wieder zurückspielen. Habe ich auch gemacht. Das Problem war bloß, ich kann an die Box nicht mehr ran. Weil natürlich auch mein Kennwort verändert worden ist, was ich damals gespeichert habe. Ich ändere ja regelmäßig meine Kennworte. Ich habe zwar alle Backups noch, alle Geräte-Backups von den verschiedenen Firmware-Ständen auf meinem NAS-Server laufen gehabt, aber ich habe mir nicht dazu geschrieben, welches Passwort ich da in dem Moment benutzt hatte. Ne? Weil das ändere ich dann auch immer regelmäßig. Ne? Sicher ist sicher. Ne? Also die aktuellen Passwörter weiß ich natürlich alle, aber die ich vor einem Jahr oder sowas benutzt habe oder vor 2 Jahren, weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Also kann ich nur raten, aber es hat ja nicht funktioniert. Und vor allem ist es immer, wenn du ein falsches Passwort eingibst, 20 Sekunden warten, dann eine Minute warten, dann drei Wochen warten. Also war echt scheiße. Also habe ich das Ding wieder zurückgesetzt und dann die Firmware erstmal auf dem aktuellen Stand. Das war der Weg. Also nicht mit alten Firmware-Versionen rumtüdeln, also nicht mit der alten rumtüdeln und versuchen, eine alte Einstellung einzuspielen, sondern einfach die Box komplett zurücksetzen, ins Internet bringen, hat eine Internetverbindung, auf die aktuellste Firmware 7, 56 oder 59 flashen, dann neu starten lassen und dann konnte ich natürlich meine Backups sauber einspielen. So, und dann musste ich noch 2-3 Sachen von Hand ändern und dann war die, nun habe ich also quasi eine Fritzbox, die genauso ist wie die, die ich jetzt unten aktiv laufen habe. Ne? Wenn die jetzt unten abkacken sollte, ausgehen sollte, kaputt gehen sollte, nehme ich einfach die hier raus, schließe die an und läuft. Ne? Und weiter geht's. Ne? Die ist echt geil, die 4490, das ist echt eine coole Box. Dadurch, dass sie jetzt schon so alt ist, das war ja damals das Flaggschiff, dadurch, dass sie jetzt schon so alt ist, kriegst du sie natürlich gebraucht günstig. Ne? Das war mir natürlich sehr lieb. Den wunderbar. Dadurch, dass sie nichts mehr kostet, ich dachte, die kostet noch 100 Euro oder sowas. Nee. Dadurch, dass sie teilweise für 50 Euro verbimmelt wird, für 45 habe ich sie dann gekriegt und dachte ich, da schlägst du nochmal zu. Dann kannst du an einer Box, die unkritisch ist, nochmal ein bisschen rumbasteln und versuchen, das Ganze noch ein bisschen zu optimieren. Vielleicht ist das die Lösung für mein Problem. Also einfach nur das WLAN der Box verbessern und dann hat das Ding natürlich unter Umständen auch eine deutlich bessere Verbindung. Sie muss nicht perfekt sein, die Verbindung. Sie muss nur eben so gut sein, dass erstmal die Verbindung nicht verliert. Ich habe das ja so programmiert, das Teil, sobald er die Verbindung verlieren sollte, sollte sich immer wieder versuchen, neu in die Box, das überwacht der Raspberry Pi, sollte sich immer wieder neu in die Fritzbox versuchen einzulocken, sobald das Netz wieder ein bisschen besser ist. Hängt natürlich mit vielen Parametern zusammen. Ob es draußen regnet, ich weiß nicht, ob der Mond im 5. Haus steht und der Raspberry Pi immer noch an die erste Tür klopft. Also viele, viele Faktoren scheinen eine Rolle zu spielen. Und wie gesagt, ich habe jetzt 2 Optionen. Option Nummer 1, einfach stecki ausprobieren. Option Nummer 2, wenn das nicht helfen sollte, hier die Antenne auslöten und einfach eine stärkere Antenne einbauen. So, ich mache mal außen wieder an. Das erste wäre mir natürlich persönlich am liebsten, weil es der einfachste Weg ist. Ne?
Gut, aber ich lasse euch daran teilhaben. Vielleicht ist es auch für den einen oder anderen, das finde ich natürlich auch spannend, für den einen oder anderen sehr, sehr interessant, der zu Hause zum Beispiel auch eine schlechte Netzabdeckung hat. Also hier ist es bis zum ersten Stock alles gut, also auch mit dem Handy wunderbar. 5G wird hier manchmal schwierig. Also 5G ist die Strecke hier auch schon mit den ganzen Betonwänden nach unten hin auch nicht so gut. Also 5G nutzt er nicht immer, sondern in der Regel 2,4G. Bei 5G, je höher die Bandbreite wird, also je höher, also bei 2,4 GHz hat man eine größere Abdeckung als bei 5 GHz. Und wenn man, sagen wir mal, 10 GHz hätte, dann wäre die Strecke noch kürzer. Na, also, aber ihr habt gesehen, in beide Richtungen mit zwei Steckern kann man da was machen. Also ich werde, wenn das eine funktioniert, werde ich auf jeden Fall auch noch die 5 GHz Antenne mit einbauen. Und zwar, wie gesagt, zwei Antennen bestellt. Ich hoffe, die sind für 2,4 und für 5 GHz geeignet. Ich probiere es einfach aus, ich werde sehen. Also 2,4 auf jeden Fall, aber 5 GHz ist die Frage. Hochfrequenztechnik bin ich nicht so unbedingt der Spezialist von, aber Learning by Doing, einfach ausprobieren. Ne? Dann sieht man es ja, ne? wenn ich da auch die 5 GHz reinpacke und das Handy hat hier über 5 GHz Netz bis hier oben hin, wo es echt schwierig wird, dann bin ich schon sehr zufrieden. Ne? Also versuchen wir es erstmal über das Modifizieren der Box, was nicht nur mir hilft. Das ist natürlich, denn hier eine neue Antenne anlöhnen wäre sehr, sehr speziell. Das würde euch dann auch helfen. Ne? Also diese Information. Und ihr habt ja gesehen, dass das Zeug kostet nichts bei AliExpress. Ne? Also für ein paar Euro kann man es ruhig ausprobieren. Ne? Vielleicht ist das die Lösung aller meiner Probleme. Ne? Und heute Nacht vorgestern Nacht hatte der Raspberry Pi wieder ein Backup gemacht. Ich sagte ja, normalerweise 8 Stunden braucht er manchmal, um diese 7-8 GB zu übertragen. In der Spitze sogar bis zu 18 Stunden. Und das eben bei einem schlechten WLAN bis zu 18 Stunden. Das geht überhaupt nicht. Oder er bricht komplett ab. Kann auch passieren. Und das passt mir alles irgendwie nicht. Ne? Das ist der ganze Hintergrund. Und vor 2 Tagen hat er wieder ein Backup gemacht. Und da war er, das kann ich euch mal einblenden, da war er innerhalb, glaube ich, von 4 Stunden fertig. Das kann ich angehen. Ne? Um 12 fängt er das, also um 0.02 Uhr fängt er das Backup an. Und um 4 Uhr, glaube ich, irgendwie so, schaut selbst, um 4 Uhr war mit dem ganzen Zeug fertig. Ne? Also da hat er mal eine gute Verbindung gehabt. Ne? Also eine relativ gute WLAN-Verbindung. Also astral. Jo. Okay. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, weil ich da den ganzen Kabelverschlag alles mal sauber gemacht habe. Da waren überall Wollmäuse so hoch. Habe ich alles sauber gemacht, alles ein bisschen aufgeräumt. Die Fritzbox ein bisschen anders hingehängt. Sonst hingen die immer schief. Jetzt habe ich sie gerade ausgerichtet. Vielleicht hängt das auch mit der Ausrichtung ein bisschen zusammen von der Fritzbox. Also jedenfalls hat er eine ganz gute Verbindung gehabt und seit 2 Tagen, auch jetzt, wo ich ja manchmal nicht drauf zugreifen konnte, zack, schon wieder da. Und schon habe ich die Inselsolaranlage. Also wunderbar, hat sich ein bisschen verbessert, das Ganze, was die Verbindungsqualität angeht. Das ist schon mal ganz gut. Aber das geht sicherlich noch besser und dieses mit den 4 Stunden, damit kann ich prima leben. Und wenn ich hier die neue Antenne einbaue, ich werde euch teilhaben lassen, hoffe ich, dass es noch besser wird. Das wäre natürlich ideal. Dann brauche ich nämlich nicht einmal mein Raspberry Pi unter Mikroskop sozusagen, unter der Lupe, umständlich diese Mini-Teile hier, diese Mini-Antenne ablöten und da was aufkratzen und dann die Masseschirmung ranfummeln und die Seele da anlöten. Das alles noch mit Heißkleber irgendwie fixieren, ist doch schon ein bisschen aufwendiger. Aber das würde ich dann im Zweifel machen. Ne? Ist ja gar kein Problem. Gut. Sonst labert, ich merke schon, ich rede mich hier schon wieder in Rage. Ne? Sonst habe ich weiter nichts. Also Inselsolaranlage macht mir weiterhin ganz großen Spaß. Aber der eine Akku war halt hin. Und ich sagte ja, eventuell warte ich bis nächstes Jahr. Nee, mache ich nicht. Also habe ich keinen Bock drauf. Also wenn da irgendwas nicht mehr gut ist, dann muss das ausgetauscht werden. Also habe ich es jetzt gemacht. Also könnt ihr euch kaufen. Ne? Link, wie gesagt, unten in dem Video. Exakt Solarbatterie, 12 Volt, 100 Amperestunden. Und wenn ihr da Bock drauf habt, ich packe euch noch den zweiten Link hin von AliExpress wegen dieser Antennengeschichte, wegen der Antennenmodifikation. Aber wartet da mit der Bestellung, bis ihr von mir Rückmeldung habt. Ich erwarte diese Antenne, sie ist schon in Deutschland, sie müsste die nächsten Tage bei mir aufschlagen und dann werde ich anfangen, das Ganze zu dokumentieren. Also sprich, die Fritzbox normal laufen lassen mit dem Pi und dann gucken, einen Schnitt nehmen, gucken, wo liegen da die Verbindungsqualitäten, die sind nicht unbedingt super gut. Und was passiert, wenn ich jetzt die Antenne nachrüste, die 8 dB Antenne, ist das Problem dadurch gelöst? Das wäre natürlich toll, dann hättet ihr auch was davon. Dann könnt ihr dann eure Fritzbox noch ein bisschen aufmotzen, ne? Was die
WLAN-Abdeckung angeht, einfach indem ihr einfach Antennen außen legt, ne? Vernünftige Antennen und nicht diese kleine Pimmelplatine da. Ja, dann macht ihr aus der Fritzbox eine echte WLAN-Rennmaschine. Und das werden wir gemeinsam ausprobieren, meine lieben Freunde. Das werde ich alles schön dokumentieren. Gut, sobald ich da erste Ergebnisse habe, werde ich euch natürlich live in einem Umbauvideo teilhaben lassen. Peace, haut rein. Sollte euch das Video gefallen haben, lasst mal ein Abo da, macht die Glocke an, so schwer es euch auch fällt. Und bleibt schön gesund und habt viel Spaß und seid möglichst kreativ. Ne? Ja, ansonsten habe ich hier wieder viel Zettel. Ich werde wegschmeißen hier den ganzen Schnodder. Ach so, was kommt noch? Da kann ich euch auch noch zeigen. Kommen noch ein paar interessante Sachen. Womit beschäftigt sich der Perle jetzt? Und die nächsten Tage. Ich habe ja was zugeschickt gekriegt, dafür habe ich nichts bezahlt. Das ist mal eins der Geschichten, wo ich nichts mehr bezahle. Mich hat eine Chinesin angeschrieben und die hat gesagt, Perle, du bist ja ein geiler Macker und du beschäftigst dich ja mit Überwachungskameras. Ich habe das und das Set und das wollte ich zuerst nicht haben. Das habe ich mir aber nochmal genau angeguckt, dachte ich, das könnte doch interessant sein. Und zwar liegt in diesem Set hier, in diesem fetten Karton liegen vier Kameras mit einer hohen Auflösung, mit 2K-Auflösung, mit PIR-Sensoren, mit Solarpaneln, also vier Solarpaneln, vier Kameras und ein DVR drin. DVR habe ich überhaupt keine Ahnung von. Das ist für mich Neuland und deswegen hat mich das interessiert. Ich habe gesagt, schick mir das zu. Weil das ist nämlich ein Komplettset, was man an seinen Fernseher zum Beispiel anschließen kann. Man kann den DVR, könnte ich hier auch in den Fernseher packen, wenn wir mal Fernseher verbinden. Und dann hätte ich von meinen Überwachungskameras auf dem Fernseher sofort das Live-Bild. Ich meine, das ist schon cool. Ne? Und die Überwachungskameras da drin, das sind, ich sagte ja auch Solarpanel, die kann man einmal mit Strom betreiben, also dauerhaft. Sie haben auch einen PIR-Sensor, sprich, sie sind batteriebetrieben und sie laden sich auch wieder auf, wenn die Sonne scheint. Das ist natürlich auch geil. Die sind komplett stromunabhängig. Man hängt sie einfach irgendwo hin, hängt das Solarpanel irgendwo hin und lässt sie einfach laufen. Und dann hat man ein DVR, der im Alarmfall die Aufzeichnung durchführt, weil in den DVR kann man SD-Karten, glaube ich, bis 256 GB einbauen oder 6 GB Festplatte, Terabyte. Bis 6 Terabyte an Festplatten kann man da einbauen. Ne? Das ist schon sehr, sehr geil. Ne? Und das ist so für Leute, die keinen Bock haben auf einen NAS-Server und. Und das Spannende daran ist auch noch, man kann auch noch zusätzlich über eine App sich benachrichtigen lassen. Das kann das Ding auch noch und auf die Kameras zugreifen. Ob das nun, ich glaube, man koppelt das dann nachher mit dem DVR. Also ein ziemlich interessantes System, ist nicht ganz meins, aber das ist so ein rundum Komplettset für Leute, die alles in einem Karton haben wollen. Die volle Flexibilität, ne? Das ist auch sauschwer hier. Ja, jede Menge Hardware drin, ne? Die volle Flexibilität. Ich kann es ja mal aufmachen. Das Teil. Mal schauen hier. Alter. Ja, hier sieht man schon hier tonnenweise vier solche Kartons hier liegen, das sind bestimmt die Solarpanel, ne? Ja, das sind die Solarpanel mit Halterung und all so ein Zeug, ne? Mit Bohrschablonen. Also vier Stück sind davon dabei, also schon Porno, ne? So, und dann haben wir da unten noch die Kameras, dann haben wir hier noch die DVR. Steckernetzteile, kartonweise Kabel, also das ist alles mögliche drin. Was ist hier drin? Das ist, glaube ich, schon eine der Kameras, ne? Das war cool. Wir können ja schon mal reinlinsen, ne? Weil ich bisher noch keine Zeit für gehabt. Ja, das ist einfach so ein Kameras. Schauen wir uns hier mal an. Remove. Per WLAN läuft das. Mit so einer Doppelantenne, ne? Also schon eine coole Geschichte. Mit Beleuchtung sozusagen, wenn der PIR-Sensor irgendwas erkennt, dann springt die Beleuchtung an, dann hat man auch noch nachts eine Farbnachtsicht und kann man die hier auch noch irgendwie direkt per Strom verbinden. Wie gesagt, Akkus verbaut, jede Menge. Ich muss das also mal genau angucken hier. 5 Volt. Okay. Ja, kann man natürlich dann auch mit einem normalen Ladekabel benutzen. Das muss ich mir nochmal genau anschauen. Und vor allen Dingen auch den DVR, den muss ich mir nochmal genau anschauen. Also, also eigentlich ein spannendes Produkt, aber nicht ganz meins, meine lieben Freunde. Nicht ganz meins. Andersrum.
Aber das will ich für euch alles genau erforschen und euch vorstellen. Ich fand es auch ganz spannend. 1, 2, 3, 4. Und hier ist bestimmt der Videorekorder drin. Ne? Ja, hier ist der. Ja, genau. Genau, hier ist der. Dieses Modul hier, was man einfach an Fernseher anschließt. Völlig simpel. Kann man noch eine Maus anschließen und alles? Ja, bestimmt, ne? Ja, HDMI, USB. Macht ja alles, ne? Schaut selbst. Seht selbst. Und hier unten kann man bestimmt eine Festplatte einbauen, ne? Ja, hier unten ist der Schacht für eine Festplatte. Das ist natürlich geil. Eine 2,5 Zoll Festplatte. Also eine SSD oder eine SSD würde ich da nicht einbauen. Ich würde eine herkömmliche Festplatte einbauen. Schon cool. Mit einer eigenen Benutzeroberfläche und und. Also etwas, was ich normalerweise so noch nicht kenne. Was für euch aber sehr, sehr spannend sein könnte. Sehr geil. Und das will ich komplett aufbauen mit allen vier Kameras. Das ich hier ne? Alter. Ja, der Karton ist voll, ne? Echt heftig. Das kommt hier rein. Das kommt hier wieder alles rauf. Also, da ist schon richtig was drin. Und das wird auch spannend. Aber damit muss ich mich erstmal beschäftigen. Damit muss ich Erfahrung sammeln, ob das etwas taugt. Aber ich kann es mir schon vorstellen. Auch mit Alexa hat Alexa Support und all so ein Zeug, ne? Und eben, wie gesagt, die von den vier Kameras, die Sachen werden, die, man braucht sich um gar nichts kümmern. Die sind automatisch verbunden mit dem digitalen Videorekorder. Und in dem digitalen Videorekorder werden die Sachen gespeichert und man kann da alles einstellen. Das funktioniert aber, glaube ich, irgendwie, da muss man eine Maus anschließen. Das ist also ein kleiner PC, der da drin läuft und der die ganze Überwachungsfunktionalität sozusagen realisiert. Es war doch gerade der Akku leer. Wo war ich stehen geblieben? Ja, genau. Und das Schöne ist eben, man kann auch das Smartphone auch noch mit einbinden, dass man, wenn man unterwegs ist, dann auch Push-Notifications bekommt. Ne? Was man im Einzelnen genau machen kann, wie gesagt, weiß ich noch nicht. Muss ich ausprobieren. Aber klingt sehr, sehr interessant. Und der Preis ist auch spektakulär. Das ist aber kein Billig-Set. Ne? Also da muss man schon ein bisschen in die Tasche greifen. Aber man erhält vier Kameras mit vier Solarpaneln. Man erhält einen DVR. Der DVR kostet schon alleine 100 Euro, wenn man sowas einzeln kauft. Und also ein rundum Komplett-Set. Ne? Voll geil. Und die ganzen Sachen laufen auch noch batteriebetrieben. Das heißt, man kann die Kameras ganz easy installieren und lässt sie da hängen und hängt noch das Solarpanel dabei und hat sozusagen eine Rundum-Überwachung, ohne dass man Kabel legen muss. Man muss auch nichts verbinden, das ist schon wohl schon alles fertig. Man muss nur Strom draufgeben und läuft. Ne? Und ich meine, wenn das so wäre, wäre das schon cool. Ne? Und dann hätte man sozusagen eine Surveillance Station mit eingebaut. Was die nachher letztendlich kann und wie feinfühlig die ist und wie man die konfigurieren kann, das werden wir gemeinsam erforschen und erleben. Das werde ich euch auch dann entsprechend zeigen. Aber erstmal muss ich damit Erfahrung sammeln. Das ist ja schon wieder ein bisschen was Komplexeres. Das ist also nicht an einem Abend abgefrühstückt. Da werde ich ja 14 Tage mit rumspielen müssen und dann werde ich das Video machen. Das muss ich euch vorstellen. Das Ding habe ich nichts bezahlt, habe ich Geschenk gekriegt. Wollte ich zuerst nicht haben und dann habe ich mir die Spezifikation durchgelesen. Ich denke, oh, warte mal, das ist für den einen oder anderen doch ganz interessant, weil diese PoE-Systeme, die ich eigentlich immer empfehle, diese PoE-Systeme sind auch nicht jedermanns Baustelle, sag ich mal so, weil da ja doch ein bisschen Installationsaufwand, man muss Kabel nach außen ziehen und. Und hier ist das alles per WLAN, also relativ simpel alles aufgebaut und das könnte ganz spannend sein. Ne? Also es ist halt wirklich sollen eine gute WLAN-Reichweite haben. Man hat einen zentralen Computer, der auch noch mitgeliefert wird. Man hat eine Festplatte eingebaut, also ein zentrales Überwachungssystem, was auch noch alles aufzeichnet. Und zusätzlich kommt man auch noch von außen mit der App ran an die ganze Geschichte. Und klar, aber nur wenn man natürlich die Zentrale mit dem Router verbindet. Das ist natürlich wichtig, dass man Internetzugang hat. Und dann kann man das Ganze auch noch mit der App nutzen. Ne? Also spannend, echt spannend. Ich bringe mal diesen fetten, schweren Karton mal weg. Und das will ich mal die nächsten 2-3 Wochen mal genau testen und euch auch dran teilhaben lassen. Vielleicht habt ihr da ja Interesse dran. Und dann mal schauen, wo die Stärken sind und wo die Schwächen liegen. Ne? Also da halte ich auch nicht in den Berg. Wenn sowas scheiße ist und nicht gut funktioniert, dann sage ich das natürlich. Ne? Auch wenn ich das Geschenk gekriegt habe, interessiert mich nicht. Ne? So viel erfordert die Transparenz. Die Alte wollte mir das alles gar nicht zuschicken. Die sagte, da zeige ich euch nachher im Video. Also die Chinesen werden auch immer frecher. Ne? Dann sagte sie, ja, sie hätte dann das und das Produkt. Da habe ich gesagt, will ich nicht. Interessiert mich nicht. Da habe ich mir jetzt, wie gesagt, die Spezifikation nochmal durchgelesen. Ich denke, oh, könnte
eine gewisse Zielgruppe könnte das sehr, sehr interessieren, ne? Plug-and-Play-mäßig, ne? Und wenn das dann auch noch in der Tiefe gut konfigurierbar ist, wäre das genau eine ideale Überwachungslösung, also eine sehr interessante, schöne Überwachungslösung für den fairen Taler. Und dann habe ich gesagt, okay, doch, würde ich mir zur Brust nehmen, würde ich mir angucken und. Ja, wie schnell könnte ich das dann online stellen? Ne? Ob ich das innerhalb von ein paar Tagen online stellen kann? Und da hat die mir noch aufgeschrieben, was ich alles machen soll, was ich da zu tun habe. Dann sagte ich mir, hallo, hackt's bei dir. Und dann, so, wenn das Review fertig ist, soll ich denen das erst schicken? So operieren die Chinesen mittlerweile. Dann soll ich denen das zuschicken, damit sie das abnehmen können, ob das so in Ordnung ist, ne? Ob das genug Werbung für die ist. Denke ich, Alter, seid ihr nicht ganz dicht. Ich mache ein Review von einem Gerät und wenn das Gerät gut ist, dann wird das Review gut. Und wenn das Gerät schlecht ist, dann wird das Review entsprechend schlecht. Das interessiert mich nicht. Und das habe ich da ja auch geschrieben. Da habe ich ja geschrieben, also ich lasse mich hier nicht kaufen und ich lasse mir auch nicht erzählen, was ich zu sagen und zu zeigen habe, sondern ich mache das so, wie ich das für richtig halte. Und ob sie mir das dann zuschickt oder nicht, ist mir dann kackegal. Das interessiert mich nicht. Ich lasse mich da aber nicht manipulieren von den China-Männern da. Und ja, dann war erstmal Funkstille und dann hat sie gesagt, okay, dann mach das so. Dann ist das ja in Ordnung, ne? Also, ja gut, und jetzt habe ich sie jetzt hier liegen. Also, sie haben sie mir letztendlich dann doch zugeschickt, ne? Weil eigentlich mache ich das nicht so gerne, Sachen zugeschickt bekommen, weil die da echt enorme Forderungen stellen und sowas, ne? Und die drehen völlig ab, ne? Und dann sage ich, nee, mache ich nicht, so ein Scheiß, ne? Behaltet euren Kram, dann kaufe ich es mir in Zweifel lieber selbst und dann mache ich das Review so, wie ich da Bock drauf habe, ne? Dann zerlege ich die halt oder eben entsprechend nicht, ne? Oder ich schicke den ganzen, also wenn es Schrott ist, dann würde ich es dann wieder zurückschicken, kriege ich mein Geld zurück. So hätte ich es ja auch machen können, ne? Nun gut, jetzt habe ich das hier kostenlos zugeschickt gekriegt, ne? Vielleicht verlose ich das dann auch nach dem Video. Ich muss mal gucken, dass ich das an euch vielleicht weiter verschenke. Ich brauch's nicht. Ich brauche das nicht. Wäre eine ganz gute Idee. Gut, aber bevor wir dazu kommen, werden wir vielleicht noch ein schönes WLAN-Video machen. Also, ihr merkt schon, mir gehen die Themen hier nicht aus. Ich habe immer wieder neue bekloppte Ideen. Vom Raspberry Pi Antennenpimpen bin ich jetzt auf Fritzbox-Pimpen gekommen, um das Antennenproblem zu lösen, um das Verbindungsproblem zu lösen durch mehrere Stahlbetonwände. Und spannend. Finde ich echt spannend. Solche Sachen machen echt extrem viel Spaß, ne? Ja, aber ihr kennt mich. Wenn es denn 10 Leute anklicken, ist es ja auch okay. Wahrscheinlich ein bisschen mehr. Jetzt will ich auch spielen. Ja, so. Gut. So, Abo habt ihr gemacht, ne? Abo habt ihr gemacht. Und die Klingel habt ihr auch angemacht. Und dann könnt ihr mir noch einen Daumen rauf und runter geben. Und dann könnt ihr ja noch was da unterschreiben. Solltet ihr auch mit den Solarbatterien auf irgendwas achten? Sollte man da auf irgendwas achten oder was empfehlenswert ist? Ne? Und ja, könnt ihr dann ja gerne, so wie ihr das macht, unten in den Kommentarbereich reinschreiben. Würde mich sehr interessieren und würde wahrscheinlich auch die Zuschauer, die dieses Video gucken, interessieren. Insel-Solaranlagen-mäßig. Also es ist wirklich so, nach 6, 7 Jahren sind diese Akkus hin. Dann haben die ihr Leben gelebt, dann müssen sie ausgetauscht werden. Gut, aber das Blöde ist natürlich, dass sie so teuer geworden sind. Dass man jetzt schon 100 Euro lönen muss für eine Batterie, ne? Das finde ich schon echt heftig, ne? Die muss jetzt aber auch mindestens 10 Jahre halten, wird sie nicht. Sie wird wahrscheinlich nach 7 Jahren auch hin sein. Aber ich halte euch da vielleicht auf den, was heißt hier vielleicht, ich halte euch da auf dem Laufenden, aber hier bei YouTube wahrscheinlich eher nicht. In 7 Jahren wird es diesen Kanal nicht mehr geben. Aber dann zumindest mal auf meinem eigenen Videoserver, ne? Man ist ja nicht aus der Welt, ne? Man macht es bloß anders, ne? Gut. Habe ich sonst noch was? Nee, habe ich nicht. Habt ihr noch irgendwas? Dann lausche ich nochmal. Habt ihr noch irgendwelche coolen Ideen? Jetzt kommt nicht an, wie man die Fritzbox noch weiter verbessern kann. Weil die Chance hattet ihr im letzten Video, wo ich euch das gezeigt habe. Und was ich vorhab, ne? Denn da hättet ihr den Mund aufmachen müssen, ne? Das hätte ich von euch eigentlich erwartet, ne? Aber das Problem ist, die ganzen guten Leute sind ja alle weg, ne? Also, die sich mit so einem Scheiß beschäftigen, ne? Die auch sowas nachbauen mit Inselsolaranlagen und. Die sind alle woanders gelandet und toben sich da aus. Ja, schade eigentlich. Auf die Idee hätte ich eigentlich viel früher kommen können, ne? Aber irgendwie kam ich dann doch auf die Idee. Und denke, warte mal, wie sieht die Fritzbox eigentlich von innen aus, ne? Wie ist das Ganze technisch aufgebaut? Ich denke, ey, super. Ey, super, ich brauche eine Fritzbox, ne? Eine zweite zum Rumbasteln und zum Rumexperimentieren, ne? Gut, habe ich jetzt. Und das geht jetzt los. Irgendwann. Also, seid gespannt. Und mein Urlaub steht ja auch schon wieder bald an. Ja, was habe ich jetzt? Nächste Woche bin ich ja auf Lehrgang. Eine Woche altersgerechtes Arbeiten. Ich bin ja in drei Ausschüssen drin. Kann ich euch mal sagen. Einmal Faser, hier Arbeitssicherheit und, ne?
Arbeitssicherheit und Gedöns, dann bin ich im Daten, im Höllenausschuss, nennen wir Höllenausschuss, Datenschutz, KI und sowas und Microsoft, ey, grausam, was da so alles abläuft, so Betriebsvereinbarung. Also ohne Sachverständige werden wir da nichts. Und dann bin ich noch zusätzlich im altersgerechten Arbeiten und da bereite ich mich jetzt drauf vor, weil das ist ja auch wichtig bei Betriebsvereinbarungen in Firmen, dass man auch auf die älteren Beschäftigten achtet, auf die Sorgen, die die haben und was es da für Möglichkeiten gibt, um die älteren Beschäftigten ein bisschen zu entlasten, ne? Dass die natürlich nicht mehr mit 20-Jährigen mit den High-Performern nicht mehr mitkommen, ist klar, ne? Weil die haben dann schon Arschgebrechen. Ich merke das ja auch an mir, Rücken in den Arsch. Bei mir ist ja Achillessehne so ein bisschen am Abschwächeln, ne? Und alles nicht mehr ganz so taufrisch. Was die Technik angeht, je älter man wird, desto schwieriger wird das natürlich auch. Aber ihr merkt es ja, ich bin ja auch so ein bisschen technikaffin. Also ich habe vor nichts Berührungsängste. Und ich beschäftige mich mit dem Scheiß und versuche dann eben die Sachen, die ich rausgefunden habe, an euch in irgendeiner Art und Weise als Verbesserung weiterzugeben. Mein Problem ist bloß, es darf eigentlich nichts kosten. Ne? Möglichst wenig. Es darf euch keine großen Kosten auferlegen. Ne? Also ihr müsst eine Lösung haben, das WLAN zum Beispiel von so einem Ding deutlich zu verbessern und es darf nur 3 € kosten. Dann ist es für mich ideal. Ne? Und wenn es 5 € kostet, passt das auch. Ne? Ja, das versuche ich mir irgendwie zu realisieren. Ne? Zukunftsmusik, kommt alles bald. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Von mir kriegt ihr 2 Daumen nach oben. Wenn ich von euch 1 Daumen kriegen würde, würde ich mich auch freuen. Egal in welche Richtung. Auf jeden Fall Abo dalassen. Solltet ihr noch kein Abo haben und Klingeln anmachen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video. Falls das nächste Video, also dieses Umbauvideo, da werde ich wahrscheinlich auch ein paar Tage brauchen. Ich muss das natürlich auch ein bisschen, ob das Ganze langzeitstabil und vernünftig läuft, das muss ich natürlich ein paar Tage monitoren. Wahrscheinlich werde ich dieses Video dann erst, das Fritzbox-Video oder eben das entsprechende Umbauvideo des Pis, wenn das mit der Fritzbox nicht funktioniert, werde ich dann wahrscheinlich übernächste Woche machen. So, jetzt mal überlegen. Nächste Woche bin ich auf altersgerechtes Arbeiten, die ganze Woche auf Lehrgang. Danach habe ich die ganze Woche frei. So, und dann werden wir das dann machen. Und dann kann ich euch eventuell auch schon ein bisschen Rückmeldung geben zu diesem komischen Kamerasystem. Also für mich ist es erstmal ein bisschen komisch, weil ich mag das nicht mit diesen kleinen Sonderkästen. Ich bin das gewohnt, Synology finde ich echt Porno. Aber bei der Synology, da muss man auch schon ein bisschen Energie reinstecken. Also da muss man schon auch Netzwerkkenntnisse haben. Das ist auch nicht jedermanns Sache. Ich meine, das ist natürlich cool für Leute, auch alles wie beim altersgerechten Arbeiten, für Leute, die nicht so technikaffin sind. Anschließend läuft, ne? Okay. Wollen wir mal gucken, ob das wirklich so ist mit Anschließen läuft. Also, Peace out rein, Arrivederci und Tschüss.